Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Bitte spendet für unseren Rechtsstreit gegen den Landtag Baden-Württemberg. Das ist ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger Fall, weil der Landtag Baden-Württemberg versucht gemeinsam mit der Direktorin des Landtags und auch gemeinsam mit der Justiz in Baden-Württemberg zu verschleiern, wie in Baden-Württemberg Kinder in Trennungsfamilien die Meinungsfreiheit genommen wird. Und wir berichten darüber und der Landtag will das Berichten darüber verhindern, indem wir unterlassen sollen, zu sagen, dass die Landtagsdirektorin als ehemalige Richterin dabei geholfen hat, mich als Chefredakteur von Freifam politisch zu erpressen mit meinen Kindern. Weil ich mit meinen Kindern über das Wechselmodell gesprochen habe. Das ist die gleichberechtigte Betreuung der Kinder nach Trennung der Eltern. Und das soll eine Gefährdung sein. Und die Landtagsdirektorin hat den Richter, der diese Entscheidung getroffen hat, dass es eine Gefahr ist. Und ich deshalb wie ein Schwerverbrecher meine Kinder nur 2 Stunden oder 1,5 Stunden pro Woche, alle zwei Wochen, 1,5 Stunden unter Bewachung sehen darf. Diesen Richter hat sie nicht abgelehnt. Sie hatte aus verfassungsrechtlicher Sicht kein Problem damit, dass der sowas entscheidet. Und es ist natürlich eine politische Erpressung und die Landtagsdirektorin hat diese Erpressung begünstigt. Na Moment. Der Landtag Baden-Württemberg will also die Berichterstattung darüber, dass seine Direktorin als Richterin geholfen hat, eine politische Erpressung mit Kindern zu einer zivil komplett zulässigen Meinung, nämlich dass das Wechselmodell, die gleichberechtigte Betreuung durch beide Eltern gut ist, kaputt zu machen. Diese Meinungsfreiheit, da hat die Landtagsdirektorin mitgeholfen, die zu unterdrücken in einer Trennungsfamilie. Und das ist ja überhaupt der Clou, der Richter Dr. Markus Bühler im Amtsgericht Ulm, der das Ganze angefangen hat, da hat er sogar gesagt, meine Kinder würden geschädigt, weil ich auf Freifam über das Wechselmodell berichte. Also ein ganz klarer Angriff auch auf die Pressefreiheit. Man hat mir die Kinder genommen, um die Pressefreiheit einzuschränken zum Thema Wechselmodell. Und der Landtag, die demokratische Institution in Baden-Württemberg, will diese Berichterstattung vertuschen. Natürlich ist es eine politische Erpressung, bei der die Landtagsdirektorin als Richterin geholfen hat. Und unsere Sprache, wie wir darüber berichten, ist ganz wichtig, weil es ist psychische Gewalt, die da in meinem Fall, ja, aber es gibt auch einen anderen Fall in Karlsruhe, durchgeführt wird. Psychische Gewalt durch den Staat. Es werden Kinder weggenommen. Man wird nicht erschossen, nicht gefoltert, nicht körperlich malträtiert, sondern psychisch. Die eigene Meinung wird unterdrückt durch Kindesentzug. Weil faktisch sehe ich meine Kinder seit Jahren nicht mehr, weil das Gericht einfach nichts macht, damit dieser begleitete Umgang, ja, diese 1,5 Stunden alle 2 Wochen unter Beobachtung überhaupt stattfinden. Der das durchführen sollte, der Kinderschutzbund hat sich verabschiedet und das Gericht macht nichts. Obwohl Alternativen da sind, die das durchführen würden, ist denen völlig egal. Ja? Das ist psychische Gewalt des Staates gegen Andersdenkende. Und diese Berichterstattung darüber will der Landtag, die demokratische Institution des Landes Baden-Württemberg, aus der Welt schaffen. Und da ist jetzt dieser Rechtsstreit ganz wichtig, dass wir uns dagegen wehren. Und wir haben einen tollen Anwalt, die Kanzlei Steinhöfel unterstützt uns. Und dadurch stehen unsere Chancen ganz gut. Wir brauchen aber Geld, um diesen Rechtsstreit durchzuführen. Zur Not können wir Redakteure das aus der eigenen Tasche privat finanzieren. Aber es wäre toll, wenn ihr uns unterstützt. Weil man weiß, was noch alles an Angriffen kommt. Und dann kann man uns ja einfach immer wieder durch Rechtsstreitigkeiten entreichern, kann uns da finanziell unter Druck setzen und ohne eure Hilfe haben die uns dann einfach bald finanziell kaputt gemacht. Und es ist doch wichtig, dass in der Demokratie darüber berichtet wird, wenn eine Richterin oder überhaupt Richter Kinder benutzen zur politischen Erpressung und staatliche psychische Gewalt dafür anwenden, indem sie einem die Kinder wegnehmen. Bitte spendet, damit wir uns dagegen wehren können. Und wir weiter hier unsere Sprache, die wir entwickelt haben, die diese psychische Gewalt in Worte fasst,
weiter benutzen können. Ja? Politische Erpressung mit Kindern, politischer Missbrauch mit Kindern. Das ist Missbrauch auf psychologischer Ebene. Und das will der Landtag platt machen, die Berichterstattung darüber und unsere Sprache, die wir entwickelt haben. Bitte helft mit, uns zu schützen vor diesem Angriff, diesem idiotischen und auch pervertierten Angriff. Ja? Also der Landtag, wo Politiker sitzen, die von der Meinungsfreiheit abhängen, ja, dass ihre politische Meinung sagen dürfen, die wollen Berichterstattung vertuschen, dass ihre Landtagsdirektorin gar nicht so neutral ist, wie sie tut, sondern als Richterin geholfen hat, dass politische Erpressung mit Kindern stattfindet in Baden-Württemberg. So jemand darf nicht Landtagsdirektorin sein, ne? Und das wissen die am Landtag. Aber anstatt zu sagen, es geht ja nicht, macht man hier einen Rechtsstreit gegen Freifam und will uns unsere Berichterstattung aus der Öffentlichkeit, ja, diese Vorwürfe, dass die politische Erpressung stattfindet, rauskriegen. Okay, ich zeige euch mal noch kurz, was da im Hintergrund so plätschert. So, einer der schönsten Orte, den es hier in meiner Gegend gibt. Im Hintergrund seht ihr die Toffee vielleicht laufen, ganz klein. So, ich glaube, es ist Zeit, euch mal die Toffee vorzustellen, die mich hier begleitet. Meine haarige Gefährtin, während ich euch erzähle, was so los ist in Deutschland, was das Kindeswohl angeht. Das ist die Toffee. Also, lass weiter. Okay, danke fürs Zuschauen und Zuhören, liebe Freifam-Zuschauer und Freunde der demokratischen Erziehung. Ciao, ciao.